Differenz. Guten Abend und herzlich willkommen, zahlreich vertreten in der Allianz Arena nach dem Champions-League-Spiel. Willkommen zur abschließenden Pressekonferenz Teil 1 mit dem Cheftrainer Julian Nagelsmann. Servus Julian. Hi. Glückwunsch schon mal vorausgeschickt, aber das werden die Fragen sicherlich auch bestätigen. Also, lasst uns beginnen. Bitte Handzeichen geben für die erste Frage. Bitte, links oben, ja. Wie nah war das heute schon dran an dem, was Sie sehen wollen von Ihrer Mannschaft? Ja, ist schwer zu vergleichen immer mit anderen Mannschaften und anderen Spielen, weil es natürlich immer eine gewisse neue Herangehensweise ist, auch wie der Gegner es macht. Von dem her, ja, kann man, glaube ich, sich so ein Spiel nicht malen, wie es dann perfekt aussieht. Aber wir haben über weite Strecken das gut gemacht. Wir haben trotzdem das Bewusstsein und das ist sehr angenehm, auch jeder einzelne Spieler, dass wir, das habe ich ja schon letzte Woche gesagt, immer noch Dinge besser machen können. Trotzdem, ja, ich glaube, das symptomatisch heute für die Mannschaft war, dass sie natürlich weiter Tore schießen wollten. Auch nach dem 5-0 hatte man das Gefühl, dass sie noch ein Tor machen wollen. Wäre uns ja auch fast geglückt. Aber vor allem auch, ich glaube, 89. Minute klärt Upper einen Querball und jubelt dann, dass wir kein Tor kriegen. Manu hat herausragend gespielt. Ja, diese Gier dann einfach in beide Richtungen diese Gier zu entwickeln, das bedeutet mir viel und das haben die Jungs halt wieder sehr, sehr gut gemacht. Dann darunter bitte Klaus Bergmann für die dpa. Ja, Herr Nagelsmann, Sie waren sehr früh wieder nach der Pause schon draußen, bevor es eigentlich losging. Hatten Sie so wenig zu sagen in der Halbzeitpause? Ne, 5 Szenen, das ist eigentlich relativ viel, mehr wie sonst. Also wir haben ja, meistens zwischen 3 und 5, aber 5 ist schon die Maximalzahl. Aber Sie kennen mich jetzt auch schon ein bisschen, ich rede relativ schnell. Wahrscheinlich habe ich sehr schnell gesprochen in der Pause. Und der große Unterschied zu sonst war, ich musste nicht Pippi in 15 Minuten, von dem her konnte ich die, weiß nicht, handgestoppten 35 Sekunden, die ich sonst brauche, da schneller wieder raus. Dann hier rechts oben Dominik Fischer für die ARD. Normalerweise werden die Torschützen gefeiert in so einem Spiel. In diesem Fall war es so, dass die Niklas Süle-Rufe durchs Stadion schalten, schon am Ende. Das waren so, glaube ich, die letzten 5 Minuten und dann auch nach Abpfiff. Was sagt es über ihn aus und kam das genauso überraschend für Sie wie vielleicht für ihn selbst? Ja, schon überraschend. Ich mache mir vor dem Spiel jetzt keine Gedanken, wen die Fans vielleicht feiern oder auspfeifen. Das kriegt man dann mit. Niki hat gesagt nach dem Spiel, das war alles Familie aus Frankfurt, die für ihn gejubelt haben. Ja, mich freut es grundsätzlich, wenn die Spieler Anerkennung kriegen. Niki hat heute auch wieder sehr konzentriert gespielt, vor allem auf der Position, wo er bis zum Wechsel von Benji oder dem Auswechseln von Fonsi gespielt hat, hat er jetzt bei mir noch nie gespielt. Letztes Jahr hat er mal klassischen rechten Verteidiger 2-3 Mal gespielt, aber das hat er sehr gut gemacht, sehr mit einem guten Offensivdrang, gute Position. Ja, und wie gesagt, mich freut es, wenn die Fans dann unsere Spieler bejubeln und nicht auspfeifen, glaube ich, dann ist es für alle deutlich angenehmer. Julian Wolf für die Welt. Ja, hallo Herr Nagelsmann. Leroy Sané wurde auch gefeiert, hat ein gutes Spiel gemacht, denke ich, ein sehr sehenswertes Tor gemacht. Wie zufrieden waren Sie mit ihm und wie sehen Sie seine Entwicklung jetzt in diesen Wochen gerade? Ja, ich finde, ein herausragendes Spiel gemacht, in Anbetracht dessen, dass er die ersten 5-6 Minuten mal 2-3 Ballverluste hatte, aber die selber dann wieder ausgemerzt hat, ist hinterher gesprintet, hat, ich glaube, in der 22., 23. Minute mal eine Aktion, wo er 60 Meter in die eigene Hälfte sprintet und den Ball wieder zurückgewinnt. Ja, ich habe ja oft gesagt, einfach ihn machen lassen, das ist ein herausragender Spieler, der natürlich Vertrauen braucht, aber das unterscheidet ihn jetzt nicht von allen anderen im Kader. Da braucht jeder Vertrauen, jeder Spieler. Er hat eine herausragende Qualität und er hat auch einen sehr, sehr guten Charakter. Ist auch immer gut gelaunt, hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Ist auch der am lautesten lacht in der Kabine. Und ich bin sehr froh, dass er die Leistung bringt, die er bringt. Seit Köln hat er absolut die richtigen Schritte unternommen und ich bin sehr froh. Dann hier in der Mitte Georg Holzner für den Kicker. Hallo Herr Nagelsmann, ich grüße Sie. Sie haben ja gesagt, in München muss man nicht zu viel verändern, ein paar Dinge wollen Sie einbringen. Jetzt ist diese Mannschaft schon eine sehr, sehr gut funktionierende Mannschaft mit einem sehr, sehr guten Gerüst. Worauf kommt es an? Was kann man da generell überhaupt noch verbessern in so einer Mannschaft oder worauf muss man achten, damit das Ganze, was hier funktioniert, nicht verloren geht? Ja, ich glaube, wir haben schon ein bisschen was angepasst. Wir spielen schon mit Ball ein bisschen andere Struktur. Es geht einfach in allererster Linie darum, was ich vor der Saison auch gesagt habe, dass wir
ein bisschen mehr Variabilität kriegen in den Grundordnungen, um einfach auf verschiedene Spielsituationen reagieren zu können, ohne irgendwie improvisieren zu müssen oder ohne uns nur auf Einzelspielerqualität verlassen zu müssen. Dass wir diese Spieler haben, die immer Spiele entscheiden können, das ist gut und das ist auch wertvoll. Und das brauchst du auch auf diesem Top-Niveau. Wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du diese Einzelspielerqualität. Da kann kein Matchplan der Welt das ersetzen. Und das Nächste ist, dass wir einfach insgesamt einen Tick mehr Gier auch im Verteidigen wollen, was die Anzahl der Gegentore angeht, weil uns das einfach viele Körner sparen kann, unnötige Aufholjagden. Jetzt, wenn man das Köln-Spiel nimmt, das hat uns sicher ein paar Prozentpunkte Energie gekostet, weil wir dann auf einmal wieder ein Tor machen mussten, was wir jetzt zuletzt nicht machen mussten, weil wir einfach viel stabiler verteidigt haben. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt. Aber das geht bei mir immer los im eigenen Ballbesitzspiel, wo man ein bisschen was anders machen kann, um dann eben in der Restverteidigung besser zu sein. Und das, da machen wir Schritte und werden auch noch Schritte machen. Dann Manuel Bunke für Merkur und TZ. Julian, du bist jetzt knapp 3 Monate hier. Geht es eigentlich manchmal zu schnell, wenn man mit Spielern spricht? Die schwärmen von dir als Trainer, andere Leute schwärmen von deiner lockeren Art im Club. Weißt du das einzuschätzen? Weißt du auch, dass mal schwierigere Zeiten kommen können? Oder wie schätzt du deine Rolle selbst so ein aktuell im Club? Ja, ich weiß es einzuschätzen, weil ich schon noch weiß, wie die Medienwelt oder auch die Fußballwelt funktioniert. Das ist, oder generell werden Menschen sehr schnell in den Himmel gelobt und werden aber auch sehr schnell, wenn es irgendwie andersrum geht und es dann trotzdem gebraucht wird, auch schnell wieder fallen gelassen. Ich glaube, das ist ganz normal. Deswegen muss man sich da oder darf man nicht alles zu nah an sich rankommen lassen. Trotzdem freue ich mich darüber, dass die Spieler zufrieden sind, wenn sie das sind, dass der Club zufrieden ist. Nochmal, der Club hat auch ein bisschen Geld bezahlt und ich versuche schon dem Anspruch gerecht zu werden. Und ich habe ja schon mal betont, dass es auch in allen meinen Stationen bis jetzt schon auch auf meiner Agenda stand, neben den inhaltlichen Dingen, die ich mit der Mannschaft bespreche und versuche zu trainieren, umzusetzen, schon auch im Club ein bisschen was zu bewegen, was den Geist angeht, ohne das immer zu bewerten, was vorher war. Das habe ich in Hoffenheim auch in Leipzig nicht gemacht, sondern ich habe versucht, irgendwie ein Klima zu schaffen, wo ich mich wohlfühle und wo auch alle anderen Mitarbeiter unabhängig von der Abteilung gerne ins Büro kommen und mich jetzt nicht wie ein Außerirdischen sehen, nur weil ich Profi-Cheftrainer bin, sondern schon auch wissen, dass es ein Typ ist, mit dem man auch normal sprechen kann. Und ich glaube, da sind wir oder bin ich auf einem ganz guten Weg, das so auch wieder hinzukriegen. Und das ist, wie gesagt, immer auch ein wichtiger Punkt neben den sportlichen Themen, die ich gerne erreichen will bei den Clubs. Und deswegen bin ich so, wie ich bin. Und die Leute, die es mögen, da freue ich mich drüber. Die nicht, sollen einfach nicht mit mir sprechen. Dann ist auch okay. Dann die letzte Frage bitte, David Fairhoff für Bild. Julian, können Sie uns aufklären, beim 4:0 von Sané, haben Sie das mit ihm abgesprochen, dass er auch mal von außen schießen soll oder glauben Sie, es war abgerutscht? Nee, er hat schon gesagt im Interview gerade, dass es keine Absicht war. Grundsätzlich hat er schon so eine Schusstechnik, also die Flugkurve des Balles, die ist auf jeden Fall bekannt. Er hat damals auch im Stadion an der Lohrheide gegen meine U19 in Hoffenheim damals mit Schalke ein Tor gemacht, ähnlicher Natur. Also der kann schon so schießen, das weiß ich, aber das war jetzt keine Absicht. Aber am Ende gibt der Erfolg ihm recht und dann ist es auch okay, wenn er mal abrutscht. Vielen Dank, Julian. Bitte Position behalten. Wir versuchen mit Manuel Neuer dann gleich noch zu kommen. Bis dann. Servus, danke. Ciao, ciao.